Herzlich willkommen zu Let's Play Splatoon 2 Story. Bevor wir jetzt hier ganz normal weitermachen, habe ich mir gedacht, level ich meine Waffe, und zwar den Heldendoppler. Ja, hab ja genug Geld. Ja, machen wir das. Damit ist der auf dem maximalen Level schon mal. Wir machen ja heute mit Level 14 in. Ja, Level 14 halt weiter. Im Schnabeldepot befindet sich das Level. Ja, Parkhaus-Parcours. Oh nee. Heute wieder mit dem Heldenkonzentrator. Wir zerschießen erstmal die ganzen Sprinkler. Ach, das wird eklig. Oh Gott. Wer kommt denn auf sowas? Okay, aber bisher noch ganz chillig. Ich will gar nicht wissen, was gleich kommt. Okay. Wenn sie jetzt mit sowas schon anfangen, habe ich Angst. Also mit einfach mal in den Boden rein. Wir werden natürlich wieder, wie immer, das Metallding suchen und die Schriftrolle. Was soll ich jetzt hier machen? Also. Okay, schwimmen! Alter, wenn das mich getroffen hätte. Ja, irgendwie bin ich durchgekommen. Ach, lol. Ja, habe ich versaut. Nee. Okay. Ach, das war sogar die Bedingung, um weiterzukommen. Okay. Cool. Fischeier. Das müssten nämlich Fischeier mit, glaube ich, sein. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Nee. Ich sehe zumindest absolut nichts. Ey. Ach, lol. Oh, ich habe absolut keinen Bock da drauf. Alter, wie macht er das? Ja, okay, den schaffe ich nicht zu töten. Zumindest nicht von hier. Geh bitte weg. Okay, das ist richtig assi. What? Toll. Okay, nee, das geht nicht. Wenn doch, dann check ich nicht wie. Und wo denn das jetzt? Och, lass mich doch in Ruhe.
Nee, es funktioniert nicht. Du kannst ihn doch gar nicht treffen. Das ist ja ein Wunder, dass ich überhaupt noch nicht von dem getötet wurde. Ja, aber mir wurden jetzt schon zweimal die Rüstung von dem Drecksack abgezogen. Das scheint kein Ende zu nehmen. Okay, wenigstens der gleich tot. Aha. Schriftrolle war aber relativ lame. Aber bisher finde ich den Level nicht mal so schlecht. Dass man die ganze Zeit von dem Sniper verfolgt wird, ist zwar mega nervig, aber ist halt die Idee des Levels. Und kann ich schon irgendwo nachvollziehen und jetzt ein One-on-One oder was? Ja, verkackt. Ach, der hat den Schlüssel. Okay. Dann kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Einfach da drauf schießen? Ja. Sah schon sehr auffällig aus. Okay, das ist auch eine coole Idee. Alter, die Sonne ist zwar mega schön, aber es ist halt auch mega nervig irgendwie. Dass man, hä? Coupon. Soll ich da rankommen? Weiß ich noch nicht. Vielleicht kommen wir da gleich irgendwie noch ran. Ja, von hier hinten wahrscheinlich. Ja, genau. Der Sprinkler muss da weg. Hä, was soll ich denn machen? Irgendwie hier habe ich halt gedacht, aber. Hä? Ja klar, da oben ist überall was, aber wie komme ich da hoch? Ach da. Ah, okay. Immer noch nicht der letzte Checkpoint, okay. Das Level zieht sich halt dadurch, dass man immer die Sniper so lange aufladen muss. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Wo kommen die denn jetzt alle her? Okay. Na, ich Vollidiot. Es tut mir so leid. Ach, da kommen die her, weil sich das immer so dumm dreht. Nee, auch der nicht. Okay. Nennt mich dumm. Ach, lol. Okay, eine Spezialattacke Tintenschauer. Den nehmen wir auch gleich mal. Dann regnet das hier alles so schön.
Lol. Irgendjemand mit einem scheiß Swapper. Mach den mal kaputt. Muss da raus. Weiß nicht, wie schlau die KI war. Ich sehe es halt nicht. Ich sehe halt keinen mehr. Da. Okay. Da ist das Metallding. Musste man scheinbar. Nee, ist gar nicht das Metallding, ich trottel. Ah, da hinten ist es doch. Aber wie kommt man. Achso, übers Auto. Ach, und da ist das Schlossding. Nee, hä? Wie kommt man. Wo soll ich denn hin? Ja, aber wo gehört er hin? Ich weiß es auch nicht. Hä? Das hier? Ich such mal kurz. Hier unten natürlich, ich trottel. Einfach wieder runterspringen und dann hierher. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Einfach darunter. Da, wo ich auch vorhin gesagt habe, hey, wie soll man da hochkommen? Weil ich nicht gecheckt hatte, dass es ein Schlüsselding war. Ja, hat jetzt lange gedauert, bis es Klick gemacht hat, aber wir haben es. Neueste Forschungen haben Erstaunliches über die Tinte der Inklinge ans Tageslicht gebracht. Die Tinte scheint nach dem Verschießen von selbst zu verschwinden. Tatsächlich sind dafür allerdings Mikroben in der Luft verantwortlich. Okay. Dann ab zu Level 15. Octoling-Hinterhalt auf der Buckelwalpiste, also auf einer Map. Mal gucken, was das für eine war. Oh. Wieder Mini-Elektrowelse und Oktolinge. Acht Mini-Elektrowelse, okay. Hoffentlich dauert es jetzt nicht so lange. Was ist das? Okay. Alter, bist du geisteskrank? What? Was da ist, die Schriftrolle, okay. Ah, nee. Bin ich denn blind? Was ist das? Ich will mich aber wie immer hier erst am Anfang umgucken. Oh Gott, wieder jemand mit Klecksrolle. Okay. Auch wieder mit der Sniper, ernsthaft? Das fällt mir gerade erst auf. Dass das jetzt schon zweimal hintereinander so ist. Toll, auf so einer Map muss man sich halt total umgucken. Oh Gott. Vor allem sind die Oktolinge mega geisteskrank. Man muss die halt wirklich abwarten und dann sofort abcampen. Warte mal, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur das hier.
Er scheint für nichts da zu sein. Hä? What? Nein, 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 nicht sterben. Warum findet man hier denn nichts? Curling Bomber. Ja, auf jeden Fall. Liebe ich, ja. Hä? Was bringt denn das? Curling-Bomben sind echt cool. Die benutze ich auch gerne im Online-Spiel. Hä? Noch vier. Ich habe keine Ahnung, wo das ganze Zeug sein soll. Die Map ist halt so riesig. Hilfe! Okay. Nein! Sie ist tot. Oh Gott, jetzt mach keinen Mist. Was sind das für Dinger? Hä? Woher kommen die Kisten? Hä? Nein, sind das solche Kisten, die wieder einfach nur random auftauchen? Ich hab... Aber da ist die Schriftrolle drin. Nee, auch nicht. Wieder ein Schlüssel. Wisst ihr was? Ich werfe mal meine Curling-Bomben ganz random hin. Weil ich nicht weiß, ob ich damit irgendwie vielleicht die Kisten aufdecken kann. Und dann hole ich mir jetzt kurz was hier aus dem Ding. Ein Tintenschock. Mal Rüstung, die ganz gut kommt. Och Mann. Ach komm schon. Auch noch ein Coupon, wo soll denn der ganze Mist sein? Was ist denn das überhaupt? Check ich nicht. Muss da ja durch. Och man, ich will da nicht wieder ewig suchen. Auch nichts. Ich finde die Klecksroller so schon viel zu overpowered und jetzt haben die den auch noch. Und mit dem Tintenschock erledigen wir sie. Dann noch eins, aber was bringt mir das, wenn ich nicht weiß, wo das ganze, wo der ganze Stuff ist? Sind safe in unsichtbaren Kisten. Also wirklich ziemlich sicher. Die man erst wieder finden soll, ganz random. Finde ich aber auch wieder nicht gut. Wieso ist die nicht tot? Einfach zwei. Nochmal Rüstung. Okay, für ein Ding braucht man, ein Schlüssel braucht man für die Schriftrolle. Immerhin das schon mal.
Junge, sei nicht so nervig. Bin ich jetzt einfach durchgelaufen. What? Ach Mann, das habe ich vergessen. Dass man ja sofort rausgeworfen wird. Dann werde ich wohl gleich nochmal suchen müssen. Da freue ich mich natürlich schon sehr, sehr doll. Verpasst nur ja nicht das neue Album von Wet Flur. Ihr Musikstil ändert sich wie die Tintenmusik, wie die Tintenmuster in einem fetzigen Revierkampf. Bunt oder einfarbig, schnell oder langsam. Rock einer neuen Generation, jetzt erhältlich. Ich sag euch Bescheid, bis ich was gefunden habe. Oh Gott! Ich würde gerade sagen, ich weiß nicht, ob die Kiste davor, ob ihr die Kiste beim letzten Mal schon gefunden habt, weil die ist gerade aufgetaucht. Ja, mal. Gut. Hatten wir die? Ja, wahrscheinlich. Weiß nicht, wo genau. Ich bin, ich glaube, bei meiner Base. Ne, das hatten wir auch schon. Weißt du was, ich werf einfach. Noch zwei, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen einsammle. Hier ist halt nirgendwo was. Kotzt an. Die hatten mir das Safe auch überprüft. Ja, wahrscheinlich. Okay, es scheint so, als wären auf beiden Seiten unsichtbare Kisten gewesen, aber auch hier nichts. Okay, hier nochmal, da wo wir vorhin schon was geholt haben. Und hier ist auch eine Rüstung. Und hier Rüstung. Immer mehr Rüstung. War die Kiste schon immer hier? Okay, hier bei der gegnerischen Base einfach nach links geschwommen. Ja, nochmal 9 Minuten verschwendet. Gut, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Splatoon 2 Story. Wo ist der Bossraum? Keine Ahnung, wo der ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.